Die nächste Aussage ist unsere letzte Chance. Dann müssen wir diese Chance nutzen und ihn angreifen. Herr Brosche, Ihre Aussage bitte. Bitte schön, danke schön. Zusammenfassung. Hau rein. An jedem Abend war ich die einzige weitere Person im Studio, die Angeklagte. Was? War die einzige weitere Person im Studio, die Angeklagte. Achso, ich habe mich verlesen. Passiert. Schon gut. Sie hat den Kaffee eingegossen. Das hat sie selbst zugegeben. Mein Gott, fängt schon wieder gut an. Oh. Während des Interviews hat nur eine Sache Drews Lippen berührt. Dieser Becher. Und nach seinem Tod ist nichts aus dem Studio verschwunden. Gar nichts. Die einzige Person, die ihn vergiftet haben kann, ist eindeutig seine Tochter. Eine schöne Aussage. Klar, prägnant und ohne Raum für Zweifel. Oh, echt? Meinen Sie wirklich? Nein. Ich denke, das verdeutlicht die Situation an jenem Abend. Na schön, Herr Justice, Sie können mit Ihrem letzten Kreuzverhör beginnen. Dem letzten? Gut. Ich habe immer noch ein Ass im Ärmel. Ah ja? Und ich lasse nicht zu, dass die Verhandlung endet, ohne dass ich es ausspiele. Aber das beweist nicht, dass Vera ihn vergiftet hat. Einspruch. Wie oft haben wir das schon gehört, Stirny? Das Opfer hat das Gift über den Kaffeebecher zu sich genommen. Und woher stammte der Kaffee, Das ist aber auch total seltsam. Ich meine, wer packt bitte Gift an den Becherrand und nicht in den Kaffee selbst? Ja, es ist schon echt merkwürdig. Ich möchte nicht ständig darauf herumreiten, aber können Sie uns das erklären? Ich bin dabei. Auf etwas herumreiten? Dafür bin ich der Richtige. Nein. Hör bloß auf. Moment mal! Und Sie haben das gesehen? Natürlich habe ich es nicht gesehen. Als Sie mit dem Tablett hereinkamen, war der Kaffee schon eingegossen und dampfte. Wie wir wissen, hat sie zugegeben, den Kaffee selbst eingegossen zu haben. Ich habe ihre Aussage im Ohr. Ich goss ein, servierte und ich tötete. Natürlich, klar hat sie das gesagt. Der letzte Teil war nur ein kleiner Scherz. Ich glaube nicht, dass mir dieser Kaffeebecher weiterhilft. Ich muss eine andere Schwachstelle in diesem Fall finden. Moment mal! Sind Sie sich sicher? Nun, ganz genau genommen, habe ich auch die ganze Zeit Minzbonbons verdrückt. Eines dieser Bonbons hätte vergiftet sein können. Bei der Autopsie erfüllte jedoch kein frischer Münzduft diesen Raum. Den Raum. Und es sind auch keine Münzrückstände gefunden worden. Es war sowieso reine Mutmaßung. Sagen Sie mal, versuchen Sie es immer noch zu beweisen? Sie glauben, das Opfer hat was anderes getrunken, gegessen oder eingenommen außer Kaffee? Nun, Herr Justice, wenn Sie das beweisen können... Die Möglichkeit ist da, ich kann es fühlen. Aber ob ich es beweisen kann? Und Möglichkeiten zählen jetzt nicht. Herr Mischa macht das Gift auf andere Weise, als durch den Kaffee zu sich genommen. Ja, es fällt mir gerade wieder ein. Ich kann es beweisen. Okay, ja. Es zu beweisen ist möglich. Ich muss es riskieren. Jo. Ja, wie ist vor? Achso, ja, Entschuldigung. Oh, ausgezeichnet. Dann lassen Sie Ihren Beweis sehen. Zeigen Sie uns bitte Ihren Beweis. Welcher Beweis zeigt, dass das Opfer anders als durch seinen Kaffeebecher vergiftet wurde? Na, kannst du es dir denken? Das Einzige, was wir mit Gift haben, ist dieser kleine Rahmen. Jo. Nimm das. War es falsch? Das ist eigentlich nicht. Muss ich das immer wieder aufs Neue erklären? Wir brauchen ja keine Möglichkeiten, Stirny. Wir brauchen Beweise. Das ist ein Beweis, du Vogel! Das weiß ich! Sie sollten wissen, dass jeder Beweis seinen Zeitpunkt hat. Sind Sie vielleicht zu früh? Ich kann Ihnen sagen, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen. Das Opfer hat nichts außer dem Kaffeebecher an seinen Mund geführt. Woher willst du denn das wissen? Es gilt noch eine undichte Stelle im Fall abzudichten, bevor ich etwas beweise. Ich sollte versuchen, die Schwachstelle zu finden, bevor ich zuschlage. Warum
genauso mit dem Kreuzfeuer fort. Okay, dann war das noch vielleicht, ein bisschen zu früh. Aber ich weiß, dass es das ist. Ja, vielleicht müssen wir erstmal angreifen. Okay, gut. Vielleicht ist es das hier ja auch. Und nach seinem Tod ist nichts aus dem Studio verschwunden. Gar nichts. Was ist denn mit dem angeblichen gelben Brief, den er da in den Postkasten eingeworfen hat? Vor allen Dingen, er brauchte ja dafür eine Briefmarke, um zu verschicken. Es ist was? Was? Keine einzige Sache? Sind Sie sich sicher? Yep, so sicher man sich eben sein kann. Nun, mit einer Ausnahme. Mit einer Ausnahme? Welcher? Journalist Spark Brushel interviewt und verschwindet. Zitat Ende. Der war echt schlecht. Ah, kommen Sie! Das ist ein Witz! Verstanden? Nicht lustig, ich weiß, aber immerhin! Ist an jenem Abend etwas aus dem Studio verschwunden? Warum kommt mir das bekannt vor? Hab ich das schon mal gehört? Erwiesen ist, dass unser Zeuge eine Art Komiker ist, wende ich mich an unseren Verteidiger, bevor wir mit dem Kreuzverhör fortfahren. Wissen Sie, ob und was an jenem Abend aus dem Studio verschwunden ist? Nur eins. Nur eines. Ich denke, an jenem Abend könnte eine Sache aus dem Studio verschwunden sein. Etwas, das am Tatort gewesen sein sollte, aber es nicht war. Damit meinen Sie? Etwas anderes als unseren Zeugen? Natürlich. Was Sie nicht sagen. Etwa Vera Misham? Glauben Sie mir, wenn ich manchmal für Komik sorge, ist das ungewollt. Dann lassen Sie mal sehen, was Sie für uns haben, Herr Justice. Nun, diese Sache befand sich nicht am Tatort, deshalb kann ich sie Ihnen nicht zeigen. Aber ich kann beweisen, wie sie vom Tatort entfernt worden sein könnte. Mit der Post! Jo. Nimm das! Das ist die einzige Verbindung zwischen dem Studio und der Außenwelt. Ein Briefkasten. Was hat Herr Brushel uns gerade erzählt? Als er das Studio am Mordabend betrat, hatte das Opfer gerade einen Brief fertig geschrieben. Ja, das habe ich gesagt. Und ja, es war so. Des Weiteren haben sie uns erzählt, dass er den Brief in einen gelben Umschlag und dann in den Briefkasten gesteckt hat. Oh! Aber der besagte Briefkasten war leer. Mit anderen Worten, an jenem Abend ist der gelbe Umschlag verschwunden. Einspruch! Ah, ja, spannend. Ein Umschlag ist also vom Tatort verschwunden. Natürlich ändert das überhaupt nichts. Wie? Er hat recht, Herr Justice. Wir versuchen doch gerade herauszufinden, wie das Gift in Herrn Misham hineingelangte. Ist es wirklich wichtig, dass dieser Umschlag, den der Zeuge gesehen hat, verschwunden ist? Das ist sogar verdammt wichtig. Oh ja. Nun, wenn er weg war, ist an dem Abend etwas aus dem Studio verschwunden. Meiner Meinung nach ist das sehr wichtig. Also, na schön. Der Zeuge möge dies bitte seine Aussage hinzufügen. Alles klar. Das wird an der Situation aber trotzdem nichts ändern, Stirni. Nein, das denkst du. Da bin ich mir nicht so sicher. Ein Brief ist an jenem Abend vom Tatort verschwunden. Das ist die Schwachstelle, auf die ich gewartet habe. Im Studio wurde ein Brief in den Briefkasten geworfen, aber das ist doch irrelevant. Nichts könnte ernster als ein Umschlag sein, der aus dem Studio verschwunden ist. Und sie haben uns diese Tatsache verheimlicht. Ja, nun, eigentlich. Ich bezweifle nicht, dass ein Brief möglicherweise aus dem Studio verschwunden ist. Aber, Stirni, sollten wir uns nicht lieber mit einer ernsteren Frage beschäftigen? Richtig, wie Herr Misham vergiftet wurde, ich weiß. Aber Herr Brushels Aussage hat sich geändert und somit die Fakten des Falls auch. Und was er uns gesagt hat, hat jetzt eine ganz andere Bedeutung, denke ich. Denken wir weiter darüber nach, Apollo. Es ist dieser Punkt hier. Jo. Sind Sie sich sicher? Hatten wir schon, ne?
Was habe ich die ganze Zeit. Ja, ja, als der Münzbonbons-Runde vergiftet seinen Einspruch. Du redest Bullshit, Apollo. Ja, echt mal. Und hör auf, für solchen Nonsens zu reden. Ich kann es beweisen. Ein Beweis ist möglich. Alles oder nichts. Was willst denn du jetzt? Echt? Was willst du? Sie haben verstanden, worum es geht, ja? Um Beweise, Stirni, nicht um Möglichkeiten. Natürlich. Und Staatsanwalt Garvin, ich hoffe, Sie wissen, dass ich Ihnen den Beweis gleich zeigen werde. Was haben Sie gesagt? Ja, ist richtig gehört. Ich habe Beweise für den verschwundenen Umschlag. Ich habe gesehen, wie er einen Brief geschrieben hat. Wirklich. Welcher dann wohl von dem Postboten mitgenommen wurde, nicht wahr? Natürlich bedeutet dies, dass der Brief mit einer Briefmarke versehen war. Eine Briefmarke. Was stand da drunter? Ah. Ah, okay. Warum machst du so schnell wieder weg, Mensch? Mach das Spiel. Ah, blödes Spiel. Bedanke dich bei Capcom. Ja, danke Capcom. Wie wir wissen, befindet sich eine Gummierung auf der Rückseite der Briefmarke. Um die Briefmarke aufkleben zu können, muss sie befeuchtet werden. Richtig. Indem man die Rückseite ableckt. Jupp. So sieht's aus. Ha, mit keinem Deuter noch Briefmarken ableckt, ist es wert zu reden. Wie fies. Auch wenn sie es wollten, ginge es nicht. Er ist ja schließlich tot. Okay, er hat die Briefmarke also abgeleckt. Aber Moment mal. Inwiefern erklärt dies dann Atroquinin am Rand seines Kaffeebechers? Na komm, das ist doch pipi einfach. Wenn er an der Briefmarke geleckt hat und da Gift drauf ist. Jo. Dann sind natürlich Rückstände an seinen Lippen und so. Wenn er den Kaffeebecher anlippt. Komm schon, das kann dir sogar ein Fünfjähriger erklären. Ja, entweder halt dann durch die Zunge an den an Lippen und dann, oder die Zunge an den Becher und dann... Lass ihn vorlesen. Okay. Würde er die Rückseite einer vergifteten Marke ablecken, wäre das Gift auf seiner Zunge. Und was würde passieren, wenn er aus dem Kaffeebecher trinkt, hm? Diese Spuren an dem Becher stammen nicht vom Mörder. Es war genau andersherum. Was? Der Kaffeebecher hat Herrn Misham nicht vergiftet, sondern Herr Misham hat den Kaffeebecher vergiftet. Der arme Kaffeebecher. Ja, ne? Armer Kaffeebecher. Ruhe in Frieden, Mann. Na, Spaß. Rest in Peace, Bro. Jo. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Aber das kann nicht, oder? Nur zur Erinnerung. Atroquinin ist ein langsam wirkendes Gift, ja? Jo. Das Gift gelangte in seinen Körper, als er die Briefmarke auf den Umschlag klebte. Aber seine Zeit war erst abgelaufen, als seine Lippen den Kaffeebecher berührten. Passt alles wunderbar zusammen. Jo. Weil dann nämlich, als er davon getrunken hat, dann das Gift von seiner Zunge herunter in seinen Körper. Ich glaube, der Fall ist gelöst. Ah. Ja. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Herr Brosche? So ganz sicher wäre ich mir da nicht. Also, oh, seine Nase wittert schon wieder was. Ja, das glaube ich ja auch. Wie ich so viel ich weiß bereits gesagt habe. Tja, das ist es ja, wissen Sie? Nachdem er den Brief in den Umschlag gesteckt hatte, hat Herr Misham in seinen Schreibtischschubladen nach etwas gesucht. Ja, eine Briefmarke, ein sogenanntes Postwertzeichen. Zitat Ende. Aber wissen Sie, ich kann mich nicht erinnern, dass er überhaupt eine gefunden hat. Vielleicht waren Sie ihm gerade ausgegangen. Wir haben die Tischschublade am Tatort übrigens untersucht. Wir haben keine Briefmarken gefunden. Keine einzige. Natürlich nicht, weil die auch weg ist. Das ist ein Problem. Wie wollen Sie beweisen, dass die Briefmarke vergiftet war? Eigentlich bin ich froh, dass keine weiteren Briefmarken gefunden worden sind. Ja, stimmt. So ist es möglich zu beweisen, dass die von ihm benutzte Briefmarke vergiftet war. Ach, Garvin. Gute Show. Sie können nicht einmal beweisen, ob es überhaupt eine Briefmarke am Tatort gab. Woher willst du das wissen, ob wir das nicht beweisen können? Nun wollen wir mal hören, was die Verteidigung dazu zu sagen hat. Ja, sagen wir es ihm. Wo ist der Beweis für die Existenz dieser vergifteten Briefmarke? Jetzt aber der kleine Rahmen. Jetzt ist der kleine Rahmen. Jetzt ist die Zeit für den kleinen Rahmen. Was? Die Zeit des kleinen Rahmens ist gekommen. Präsentieren. Nun, das ist wirklich ein süßer kleiner Rahmen. Und ich meine wirklich klein. Er stand auf dem Schreibtisch des Opfers, euer Ehren.
völlig leer, wie Sie selbst sehen können. Das ist mir während meiner Untersuchung auch aufgefallen. Na und? Offensichtlich waren Sie nicht so aufmerksam, wie Sie hätten sein sollen. Denn als Sie diesen Rahmen sahen, fehlte etwas sehr Wichtiges. Es fehlte etwas? Ja, eine schwache blau-weiße Markierung an der Innenseite des Rahmens. Atroquinin-Rückstände! Was? Warum wurde mir davon nichts mitgeteilt? Tja! Der Rahmen ist nur 5 cm im Quadrat. Die Vorderseite ist doch kleiner. Höchstens 3 cm. Sie meinen doch nicht. Oh, doch. Sagen Sie mir, was passt in einen so kleinen Rahmen hinein? Eine Briefmarke? Vielleicht eine Gedenkmarke? Gedenkmarke, Briefmarke, whatever. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Die vergiftete Briefmarke befand sich in diesem Rahmen? Unmöglich! Staatsanwalt Garvin! Warum sollte er so etwas auf seinem Schreibtisch stellen? Behaupten Sie nicht, er hätte sie da stehen gehabt, um nach Laune Selbstmord zu begehen? Hören Sie, darf ich auch etwas sagen? Mir ist ein Gedanke gekommen, wissen Sie? Ah ja? Was denn, Herr Brusche? Und hören Sie bitte auf, so zu zappeln! Das Opfer war ein Fälscher, richtig? In diesem Metier geht es um viel Geld. Fälscher findet Freunde und macht sich auch Feinde. Zitat Ende. Die vergiftete Briefmarke könnte also eine auf ihn abgezielte Mordwaffe sein. Ach, Garvin, komm, ist ja gut, wir wissen, du hast es drauf. Ja, aber voll. Lass mal die arme Wand in Ruhe, das ist schon so ein Abdruck. Oh, großartig, wirklich großartig. Wundert mich ja, dass da noch kein Loch drin ist. Überlassen Sie den Songs der Governors diese lächerlichen Ausflüchte in der Fantasie. Endlich etwas, worüber wir uns einig sind. Die Briefmarke als Mordwaffe? Unsinn. Mord ist eine einfache Sache. Wer würde sich solche Mühe machen? Niemand. Denkst du? Oh, dem stimme ich nicht zu. Weshalb denn nicht? Bedenken Sie bitte den zurückgezogenen Lebensstil des Opfers. Tomischer versteckte sich in seiner Welt. Er versteckte sich vor der Welt. Er ging allen Begegnungen aus dem Weg. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt war die Post. Richtig. Die Post! Oh Leute, wir müssen mal kurz hier Pause machen, mein 3DS geht gleich aus. Oh nein! So, Krise gerade nochmal abgewendet, meinem 3DS ist langsam der Saft ausgegangen. Jo. Er hat schon ganz rot geblinkt und ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's auch gerade erst gesehen, wo du es gesagt hattest. Ups. Gut, aber jetzt! Die Post! Die Post! Wollten Sie jemanden töten, den Sie nicht treffen können, der aber Briefe liest? Dann wäre eine Briefmarke die perfekte Waffe. Lächerlich. Wo ist Ihr Beweis? Ich möchte Beweise sehen. Hm. Zeigen Sie uns den Beweis, dass die vergiftete Marke als Mordwaffe geschickt wurde. Ich habe eigentlich keine Beweise an sich. Aber endlich kommen einige Dinge zusammen. Was ist, Apollo? Deine Fäuste zittern ja. Ich denke, ich weiß, was passiert ist. Ich kann es nicht glauben, aber sehen. Ich denke, ich weiß, wie Herr Misham umgebracht wurde. Hm. Dann klären Sie uns auf, Herr Justice. Ein bestimmtes Beweisstück deutet auf die Wahrheit hin, Euer Ehren. Ich zeige Ihnen, wie jemand mit Mordabsichten Herr Misham die Todesmark gesandte. Da, es ist der Brief hier. Der hat ihm doch für den Brief hier eine Marke geschickt. Steht auch hier drauf. Hm. Und es kann ja sein, dass diese vergiftet war. Das ist natürlich möglich. Oh. Das ist der Umschlag, der von vor 7 Jahren. Rufen Sie sich den Inhalt des Briefes ins Gedächtnis. Im Umschlag befanden sich 2 Seiten. Hier ist Seite 1. Die aber nicht interessant ist. Interessante Seite 2. Ah, stimmt, da steht was. Und hier Seite 2. Beigefügte Marke. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit besonders auf einen Satz lenken. Senden Sie im beigefügten Umschlag mit beigefügter Marke innerhalb von 3 Tagen. Die beigefügte Briefmarke, Euer Ehren. Oh! Mit anderen Worten, wenn ich es richtig verstanden habe, die Briefmarke! Gift! Auf der Briefmarke! Leck, leck! Ha! Zitat Ende! Und was ist, wenn er genau das getan hätte, was in dem Brief stand? Er
hätte das unterzeichnete Dokument in den Brief, in den Umschlag getan und die Marke aufgeklebt. Dann hätte er ihn in seinen Briefkasten geworfen. Vom Aufkleben der Briefmarke zum Einwerfen des Briefes wären keine 15 Minuten vergangen. Aber die Uhr hätte angefangen zu ticken und sein letztes Stündlein hätte geschlagen. Die Mordwaffe wäre vom Tatort verschwunden. Sehr bequem, dank der Post. Oh Mann, jetzt sind selbst schon die Briefträgermörder. Oh Mann. Hast du schon wieder ein Gegenargument? Ja, Gavin noch immer, weißt du noch. Was für eine lebhafte Fantasie sie haben, Stirni. Ich möchte nur eine Sache klarstellen, wenn ich darf. Diese vergiftete Briefmarke steckte also in dem Umschlag von vor 7 Jahren. Ja? Wollen Sie uns das wirklich glauben machen? Wirklich? Nun... Es ist ein wenig weit hergeholt, aber die Möglichkeit besteht. Ja, eine sehr geringe Möglichkeit. Ich frage mich nur, wie gering. Eine vergiftete Briefmarke in diesem Umschlag? Eine Briefmarke als Mordwaffe? Wie kann man diesen augenscheinlichen Zufall beweisen? Nun... Ah, es ist 7 Jahre her und wir wissen nicht einmal, wer den Brief geschickt hat. Und Ihre Antwort ist Schweigen. Verstehe. Na schön, fahren wir fort mit... Was ist denn das jetzt? Ich weiß nicht. Es ist nicht wirklich nett, wie sie auf dem Fräulein rumhaken kann, Thelen. What the fuck? Was machst... Oh, es ist Emma. Ups. Okay, gut, dann hast du gerade Emma gesprochen. Schön. Ja, aber Emma hat ja eh gerade anscheinend mit der Stimme eines Kerles gesprochen. Ja. Nun, gefällt euch meine Imitation von Christoph Garvin? Klang ich wie er? Gut, dann hat sich irgendwie er versucht zu reden. Gut, gut. Bleib lieber so, wie du bist. Sollten Sie nicht am Tatort sein, Fräulein Inspektorin? Einer muss sich schließlich erbarmen und sie alle aus dem Sumpf dieses Falls ziehen. Sumpf? Wenn sie der Wissenschaft mehr Vertrauen schenken würden, wäre das alles nicht passiert. Es lässt sich ganz einfach feststellen, ob sich die Marke im Umschlag befunden hat. Würden Sie das bitte näher erklären, Fräulein Inspektorin? Starren Sie mich an, so viel Sie wollen. Die Wissenschaft steht auf meiner Seite. Das Geheimnis liegt in den Rückständen, richtig? Das stimmt! Das Gifterkennungsspray! Oh. Zeigen Sie sofort den roten Umschlag! Sie dürfen ihn auf Anordnung des Gerichts öffnen. Schön. Hurra, dann brauche ich, denke ich, mal einen Stift. Fusa, Fusa! Jo, dann wollen wir mal das abchecken. Okay. Aha, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, was da ist. Schlumpfsaft. Schlumpfsaft. Natürlich. Nun, sehen Sie sich das einmal an. Keine Zweifel, das sind Rückstände von Atroquinin. Tja, Gavin, da kannst du dich aber nicht wieder rausreden. Ich kann es nicht fassen. Eine Mordwaffe aus der Vergangenheit. Jetzt, 7 Jahre später, zeigt sie endlich ihre Zähne. Absolut abscheulich. Erklären Sie mir, warum. Warum hat dieser Mord nicht vor 7 Jahren stattgefunden? Nun, Eine Möglichkeit gibt es. Vielleicht hat es Herr Misham herausgefunden. Was herausgefunden? Er hat herausgefunden, dass ihn die Person, von der der Brief kam, umbringen wollte. Aber warum sollte er dann jetzt 7 Jahre später an der Marke lecken? Ja, ist auch irgendwie merkwürdig, oder? Also schickte er seine Antwort mit einer anderen Briefmarke. Und rahmte diese wichtigen Beweis ein. Ja, komm, das war jetzt mehr als offensichtlich. Er merkt es auch noch, meine Güte. Ach, sind Sie immer noch da? Leider. Kann ich ja eine Aussage machen? Ganz offiziell? Nein, du hast schon mehr als genug gesagt. Ja, eigentlich schon. Das war nicht sehr zuverlässig. Ich, Spock Messerzahn Brushel, erkläre diese Story als meine. Oh Mann. Du mich haben kaltblütig ermordet. Durch Absender von 7 Jahren alten Brief. Zitat Ende. Nein, vielleicht etwas prägnanter. Sternfeld 7 Jahre verzögert. Zitat Ende. Was? Oh Mann.
Er redet wieder nur BS. Der geht mir auf die Nerven mit seiner Story, ey. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ich denke, hier gibt es nichts weiter zu diskutieren. Obwohl ich zugeben muss, dass das alles ein ziemlicher Schock ist. Wenn man bedenkt, die Mordwaffe erreichte 7 Jahre später seinen Mund. Briefmarke als Ticket ins Jenseits. Zitat Ende. Sogar der Richter hat bessere Überschriften. Echte Mal. So richtig kreativ, der Richtermensch. Oh oh, ich glaube, der Zeuge hat einen schlechten Einfluss auf unseren Richter. Nur ein bisschen. Ich sehe keinen Grund für weitere Diskussionen bezüglich dieses Falls. Der Absender des Briefs von vor 7 Jahren hätte kaum die Angeklagte sein können. Apollo! Ich denke, wir haben gerade gewonnen. Ah, ich hoffe es. Na schön, dieses Gericht befindet die Angeklagte für... Einspruch! Was willst du denn jetzt noch? Mann, Gavin, musst du mal alles kaputt machen? Ich hatte gerade so ein schönes Siegesgefühl. Ja. Soll das die glorreiche Zukunft unseres Justizwesens sein? Staatsanwalt Gavin? Ein 7 Jahre altes Ticket ins Jenseits? Tickets für die Shows der Gavins verlieren nach 2 Wochen ihre Gültigkeit. Aber anders ergibt das alles keinen Sinn. Ich finde es erschütternd, dass es keinem der hier Anwesenden aufgefallen ist. Was? Es gibt einen fatalen Widerspruch in Stirnys Behauptung. Oh no. Ein Widerspruch? Eine vergiftete Briefmarke wurde vor 7 Jahren in diesen Umschlag gesteckt. Woraufhin sie gerahmt war, bis vor kurzem. Wäre sie's... Was? Schon wieder ein Fehler! Sie's? Sollte es nicht eigentlich dies heißen? Capcom, Capcom, Capcom. Oh Mann, oh Mann. Ihr wart schlampig bei eurer Übersetzung. Oh Mann. Wäre dies der Fall gewesen, warum hätte Drew Meacham dann getan, was er jetzt getan hat? Er hat es erklärt. Er muss herausgefunden haben, dass sie vergiftet war. Das ist der Haken. Rapollo, das willst du doch wohl gecheckt haben, oder? Vor 7 Jahren erahnte der Fälscher Drew Meacham eine Falle und errahmte die Marke. Daran zweifle ich nicht, aber das wirft eine Frage auf. Warum verwendet er 7 Jahre später die Briefmarke am Mordabend? Aha! Oh! Sie wollen doch sicherlich nicht vorschlagen, Herr Meacham hätte es einfach vergessen. Die Mordwaffe stand 7 Jahre gerammt auf dem Tisch und er hat es vergessen? Wollen Sie uns glauben machen, er hätte die Falle selbst ausgelöst? Das ist einleuchtend, so blöd ich das auch sagen muss, aber... Irgendwo hat er ja recht. Das ist alles höchst schockierend, das gebe ich zu. Es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, dass er eine Falle zum Opfer fiel. Einer Falle, die 7 Jahre lang auf seinem Schreibtisch stand. Apollo! Ich glaube nicht mehr an unseren Sieg. Ach. Ah, wie schön, wieder alle auf dem Boden der Tatsachen begrüßen zu dürfen. Willkommen in der Realität. Wir haben Sie schon erwartet. Einspruch! Okay, wie erklären Sie dann die vergiftete Briefmarke in diesem Umschlag? Die vergiftete Briefmarke? Wo genau befindet sich denn diese vergiftete Marke? Haben Sie sie uns mitgebracht? Ich sehe keinen Beweis, der die Existenz dieses Dings belegen kann. Einspruch! Was ist mit den Atrophonin-Rückständen, hm? Oh, stimmt, das sieht aus wie Atrophonin-Rückstände. Aber Stirny, es ist mit Sicherheit keine Briefmarke. Ja, aber... Auch wenn ihre wertvolle Giftmarke existierte, hätte Drew Meacham sie niemals benutzt. Das ist alles. Schlecht. Sehr schlecht. Ich denke, wir sind zu einer Schlussfolgerung gekommen. Schon wieder. Apollo, lagen wir die ganze Zeit falsch? Ich kann es nicht glauben. Die Giftspuren passen. Das kann kein Zufall sein. Ich würde diese Geschichte gern noch in diesem Jahr zu Ende bringen, wenn möglich. Herr Justice! Ja, euer Herr? Fassen wir die Fakten zusammen und sehen dann, wo wir stehen. Vor 7 Jahren erhielt Drew Meacham einen roten Umschlag. Es befanden sich Spuren von Atrophonin auf dem Dokument in diesem Umschlag. Eine ähnliche Spur ist auch am Tatort gefunden worden.
an diesem winzigen Bilderrahmen. Die Verteidigung hat auf die Möglichkeit eines gelben Umschlags hingedeutet. Ein Umschlag, der den Tatort mit der vergifteten Briefmarke verlassen hat. Ja, aber auch wenn dieser Umschlag eine vergiftete Briefmarke enthalten hätte. Und du, Misham, da er es wusste, die Briefmarke rahmte, hätte er diese Briefmarke niemals benutzt. Ich befürchte, Sie haben recht. Das bedeutet also, im Fall der Verteidigung gibt es einen großen Irrtum. Ich war nicht die ganze Zeit auf der falschen Spur, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, aber irgendwas... Die Atroquinin-Spuren, der Briefumschlag, der Rahmen. Und du, Mishams rätselhafter Tod. Da besteht überall eine Verbindung. Nun, Herr Justice, haben Sie ein Ergebnis für uns? Die Verteidigung bleibt bei Ihrem Fall, Euer Ehren. Wir haben gesehen, dass die logischen Schlüsse aus den Beweisen keinen Sinn ergeben. Das bedeutet, einer unserer Hinweise muss falsch sein. Ah, ein falscher Hinweis. Faszinierend. Und wenn wir diese Fälschung finden, ergeben Ihre wilden Fantasien wieder Sinn. Ja? Der falsche Hinweis, der uns von der Giftspur abgebracht hat, ist... der rote Umschlag, der Rahmen, Dumisham. Sag mal, der rote Umschlag. Dieser rote Umschlag ist falsch. Ohne Zweifel, Euer Ehren. Einspruch. Waren Sie es nicht, der dem Gericht diesen Beweis vorgelegt hat? Oh. Warte, Apollo. Das Gift auf dem Umschlag, dem Rahmen und dem Kaffeebecher. Da besteht irgendeine Verbindung. Oh, richtig. Ups. Ich höre es schon. Er sieht so aus, als legen Sie hier sicher falsch, Dirny. Jetzt ist keine Zeit für Selbstmitleid. Denk nach, Apollo. Der falsche Hinweis, der uns vor den Giftschwur abgebracht hat, ist... Hä? Rumisham selbst? Der Rahmen kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ja, dann versuch's mit Rumisham. Das Opfer war der falsche Hinweis. Da kann ich Ihnen nicht ganz folgen. Ich werde es erklären. Wir haben einen Umschlag, einen Rahmen und einen Becher. Alle durch das Gift verbunden. Das ergibt alles einen Sinn. Was keinen Sinn ergibt, ist das Opfer selbst. Einspruch. Glückwunsch, ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Der falsche Hinweis ist also nichts anderes als der Meisterfälscher selbst. Das wäre eine gute Geschichte, das stimmt. Der falsche Hinweis. Betrug. Fälschungen. Ah! Ich kenne diesen Ausdruck. Das Gesicht bedeutet, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich werde es trotzdem sagen. Na dann, haus raus. Was ist, wenn unser Fälscher selbst falsch ist? Wie bitte? Vor 7 Jahren roch unser Fälscher eine Falle und wich hier aus. 7 Jahre vergehen. Dann fällt der Fälscher in dieselbe Falle und stirbt. Warum? Das möchte ich zu gern wissen. Weil der Fälscher, der starb, falsch war. Mhm. Wobei wir wieder beim Thema wären. Das Opfer war falsch. Ein Fälscher roch die Falle. Ein Fälscher tappte in die Falle. Das macht 2 Fälscher. Und einer von den beiden war falsch. Mhm. Okay. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Sie sagen also, das Opfer Dumisham war falsch? Nun, wenn er falsch war, wer war dann der echte Fälscher? Sie werden doch wohl nicht etwa behaupten, dass es irgendeine Verwechslung gab. Ich fürchte, Sie müssen Ihre Geschichte belegen. Herr Justice, zeigen Sie uns, wer der echte Fälscher war. Wenn Dumisham nicht der echte Fälscher war, dann gibt es nur eine weitere Person, die es gewesen sein könnte. Verstanden, Euer Ehren. Fälscher Dumisham selbst war eine Fälschung. Wie das klingt. Fälscher Dumisham selbst war eine Fälschung. Er war eine Fälschung! Der echte Fälscher war Phoenix Wright! Nein! Ah ja, ich weiß. Es war seine Tochter. Nimm das! Es kann eigentlich nur eine Erklärung geben. Der echte Fälscher, bekannt als Dumisham, war niemand anderes als seine einzige Tochter Vera Misham. Ruhe, Ruhe,
Das wird nicht gut ausgehen, nicht mal für Sie. Dem stimme ich zu. Ich meine, Vera, eine Fälscherin? Ziehen Sie es bitte erst einmal in Betracht, bevor Sie es komplett verwerfen. Wenn Sie die Gemälde im Studio ansehen, wird eine Tatsache sehr deutlich. Das Fälschen wurde in diesem Studio schon ziemlich lange betrieben. Der Fälscher ist vor 7 Jahren nicht in die Falle getappt. Das kann nur bedeuten, dass derjenige, der in die Falle ging, nicht der Fälscher war. Nun, das ergibt schon einen gewissen Sinn. Eine Sache noch. Im Studio des Fälschers wurden nur Fingerabdrücke von 2 Personen gefunden. Joe Mishams und Vera Mishams. Wenn wir wissen, dass Joe Misham nicht der Fälscher war, bleibt nur noch eine Möglichkeit offen nach dem Ausscheidungsprinzip. Die Fälscherin war Vera Misham. Nun? Faszinierend. Ach, guck mal, wer da ist. Vera Misham. Sag was. Ja, sprich mit uns. Sind Sie dem Verfahren soweit gefolgt? Warum fragen wir Sie nicht selbst und schließen die Sache ab, ja? Wer sind Sie? Wer ist der Fälscher, Joe Misham? Habe ich da einen Ausdruck von Ihrem Gesicht entdeckt? Die Stadt Löcher in Staatsanwalt Garvins Gesicht. Ich bin es gewohnt, von jungen Damen angestarrt zu werden, glauben Sie mir. Aber für gewöhnlich sprechen Sie dann auch mit mir. Sagen Sie uns, waren Sie diejenige, die die Kunstwerke gefälscht hat? Ja. Oha. Also, der Fälscher Joe Misham waren also Sie? Ja, ich war es. Was? Das ist interessant. Das Gericht befand sich in großer Aufruhr und wollte sich nicht beruhigen. Wir mussten eine 10-minütige Unterbrechung einlegen. Worte zum Folgt. Gott, was für eine Wendung. Was für ein idealer Punkt, um eine Pause zu machen. Oh ja, das sage ich dir. Da stimme ich dir vollkommen zu. Wer weiß, was jetzt noch passieren wird. Ich bin zugespannt. Oh Mann, diese Aufregung. Ich halte das gar nicht aus. Aber du musst. Es geht das nächste Mal weiter. Oh Mann. Bis dann, Leute.